Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen, zu Pokémon Schild. Ich bin euer GigaGreevy und das ist ein Let's Play der besonderen Art, nämlich ein Live-Let's Play. Ich spiele nämlich Pokémon Schild live auf Twitch, den Link gibt's in der Beschreibung und falls es mal jemand nicht schaffen sollte, der kann hier auf YouTube die Parts nachschauen. Ich versuche immer von Montag bis Freitag ab 19 Uhr ein bisschen Pokémon Schild zu streamen. Ja, und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit den nächsten Abenteuern in Pokémon Schild. Und damit herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen, zu Pokémon Schild. Ich bin euer GigaGreevy. Wir sind wieder live auf Twitch. Oder halt nicht, wenn ihr das auf YouTube nachschaut. Und ich bin gerade mal im Pokédex. Ich finde das eigentlich ganz geil, weil ich mir hier gerade das Habitat von Hokumil anschaue. Das sind nämlich die empfohlenen Pokémon hier. Und Tia meint, es wäre ja super, wenn es nur sowas wie die Naturzone geben würde. Wenn es nur sowas wie die Natur? Komplett Open World. Ach so. Das wäre auch interessant, stimmt. Ha! Weil die einfache Zusammensetzung. Ach so, die weiblichen. Ja, stimmt. Ich hab Schwert schon durch, möchte mal gucken, wie weit die Konkurrenz ist. Also, man muss ja dazu sagen, ich spiele ja jeden Tag von Montag bis Freitag nur eine Stunde meistens, ne? Von daher. Ja. So, und wir sind halt, wie gesagt, gerade im Pokédex mal. Ich finde das System eigentlich ziemlich geil, dass er mir so Sachen empfiehlt. Warum auch immer das Ruffle hier so dunkel hier erscheint. Ich dachte, die man hätte, würden dann hell erscheinen, aber gut. Und man kann hier eben das Habitat sich anschauen, mit verschiedenen Wettersymbolen, wo man das wann findet. Hier zum Beispiel, wenn es neblig und bewölkt ist. Und hier bei allen Wetterlagen. Und ich sehe hier auch ein Flugtaxi. Ich kann jetzt zur Route 4 hinfliegen? Echt? Das ist ja witzig. Es ist ganz schönes Geschummel, aber auch irgendwie witzig. Ah, wir können ja den Baum wieder schütteln, oder? Ich habe zwar 160p, allerdings hängt nichts. Oh, what? 160p? Da bin ich ja Pixelbrei. So, einmal schütteln noch. Und jetzt können wir aufhören. Die Bären nehmen wir nämlich mit. Ich muss ein bisschen leiser machen, kann das sein? So. Pixelbrei würde mir besser gefallen. Du bist Pixelart. So. Eine Pirsifbeere, eine Yonago-Beere haben wir noch mit am Start. Sehr schön. Gibt's hier neue Pokémon? Nee, das ist doch ein Fritzel. Wir hatten noch nicht gegen den gekämpft. Echt nicht? Ich trainiere mein Pokémon-Team beim Camping. Der letzte Schliff ist dann ein Kampf gegen dich. Ja, dann legen wir mal los. Ob ein Pixel-Giga lecker ist? Bitte? Der Alex. Der Züchter, der Alte. Hau mal dein Mauzi raus. Engalar-Mauzi. Hatten wir nicht auch Mauzi vorn? Nein, Kickerlo. Ja, gut, wunderbar. Das sollte ja dann ein leichtes Spiel sein. Oh, er hat drei Pokémon. Und setzt Mogelhieb ein. Ne? Schlecht. Da schrecken wir bestimmt zurück. Jawohl, ich hab's geahnt. Dabei ist Nitro-Ladung so eine schnelle, schöne Attacke. Bumm. Easy. Angriff und Initiative steigen. Ach nee, nur Initiative. Sorry, tut mir leid. Die werden noch schneller. Aber ist alles gut. So. Ein Samurzel. Ja, ob wir jetzt Kranowitz oder Kickerlo leveln, ist eigentlich relativ egal. Unser Mauzi hat übrigens einen Pilz gefangen. Ach, unser Kamalm. Das fehlt noch. Ich muss noch Kamalm holen. Ha. Ich würde jetzt aber schon gerne wissen, ob das schmeckt. Bestimmt. Bestimmt. Kann ich hier nebenbei Kamalm mal eben noch hier das Ding raussuchen? Hier, da ist er ja. Jetzt haben wir endlich kein Kamehamehabs mehr. Ich hoffe, Tia ist glücklich. Und ein Smetbo. Das ist ja hier wie gefundenes Fressen für Kickerlo. Sag mal, Mensch. Ja, machen wir halt doch nicht in die Nitro-Ladung rein. Ist kein Problem damit. Die ballert ja ordentlich. Na, wo ist es denn? Da ist es, Kamehamehabs. So, Moment. Oh, Level Up. Bei Kickerlo und Pikachu. Agilität. Also bei aller Liebe. Also ich bin ja schon dafür, dass man auch mal solche verwendet, aber
Agilität muss ja nun beim besten Willen nicht sein, oder? Pikachu, willst du was lernen? Donnerblitz vielleicht? Mal eine schöne Donnerattacke oder so? Nein. Und ich dachte, wir wären bestens vorbereitet. Ja, das tut mir leid. Jetzt seid ihr aber leider nicht. I'm sorry. So, dafür haben wir jetzt ein schönes Kamalm im Rahmen. Sorry, dass ich schon wieder Star Wars anschneide at all, aber es kam nochmal ein kurzer neuer Spot. Ja, I know, Felix. Ich werde es mir aber nicht anschauen. Wenn du meine Meinung hören willst zu Star Wars, um das hier mal kurz in diesem Let's Play einzustreuen, ich finde, es wird inzwischen zu viel gespoilert zu dem Film. Es werden mir zu viele Szenen gezeigt und da ist noch ein Item, das habe ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Deswegen, ich werde sämtliche Spots, die es da noch gibt, werde ich meiden. Was war das? Was war denn das jetzt? Hat es jemand gelesen? Nee, ne? Wir müssen unseren Mauzi das noch wegnehmen. Hallo, Tabia! Hola, hola! So, Item in den Beutel stecken. Ein Riesenpilz. Also, wie gesagt, ich finde, manche Sachen gucke ich mir gerne an. So einen ersten offiziellen Trailer, auch gerne so ein bisschen was im Vorfeld. Aber bei einigen Sachen, das ist mir dann doch zu viel. So, können wir jetzt hier reingehen in den Blumenladen? Nein, können wir nicht. Warum nicht? Finde ich schade. Können wir jetzt überall hinfliegen mit dem Pokédex? Kann ich jetzt auch auf Route 5? Nein. Achso, da war ich ja noch nicht. Okay. Wir könnten aber wieder in die Naturzone. Wenn wir das wollen. Wollen wir das? Wenn wir eh überall hinfliegen können. Also uns wurde empfohlen, nach dem Arena-Kampf, dass wir nochmal in die Naturzone sollen. Und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass die wilden Pokémon auch sehr, sehr stark sind. Und was sehe ich denn da? Da steht jetzt ein Trainer am Eingang der Naturzone. Wenn die Musik zu laut ist, gib mir bitte immer mal ein Zeichen, ja? Dankeschön. Wie kann ich dir helfen? WLAN? Ich kann mir für was jetzt geile Sachen kaufen. Wirft man ihnen ein Pokémon-Nest, taucht ein Dynamax-Pokémon auf. Ah ja! Ach, das ist ja geil. Und vor allem richtig starke TM. Ach, das sind nur TPs. Kann ich mir die mehrfach kaufen? Oh, das finde ich aber schön. Könnte ein bisschen leiser sein. Ja, gut, klar. So. Oh, da sehe ich schon die Wonnewiese. Also, wir könnten es ja noch mal probieren. So mit einem Safe. Weißt du? Weil why not? Michelle ist eine Gurke. Warum ist Michelle eine Gurke? Chop, chop. Es wirkt extrem stark. Wow. Ich habe letztens irgendwas gelesen zum Thema, die besonders... Ach komm, das kriegen wir doch hin. Level 66, genau. Level 26. Warum sollte sie keine sein? Ich weiß nicht. Findest du, dass Michelle eine Gurke ist? Fluch. Ach, stimmt. Die Zeiten sind vorbei, als das Pokémon dann 50% seiner KP bekommen hat. Der Angriff steigt, die Verteidigung steigt. Das ist sehr schlecht. So muss das in ein Sein ergänzt habe. Wieso dann Gurke? Ich verstehe den Zusammenhang noch nicht ganz, aber es wird schon einen Sinn ergeben. So, tschüss, Kickerlo. Oder auch nicht. Kickerlo, du müsstest dich jetzt... Ja, ich hätte schon eigentlich ganz gern, dass du die XP bekommst. Kann ich es paralysieren eigentlich mit einer Donnerwelle? Ist das möglich? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, Donnerattacken funktionieren nur auf Boden-Pokémon nicht. Tabea wollte mich nur beleidigen. I see. Es hat einen emotionalen Zusammenhang. Für mich! Ich verstehe es. Okay. Ja gut, dann machen wir erstmal Kamalm. Probieren wir es erstmal ohne Donnerwelle. Weil Kamalm ist ja auch Stein-Pokémon. Das heißt, die Steinattacken gegen Wasserstein ist... Sollte ganz gut sein. Magst du nicht deinen Charakter bearbeiten? Falls das schon gesagt wurde, sorry. Hier wurde noch... Was ist denn das jetzt? Feuer-Odem? Was war das?
Wahrscheinlich. Es wurde noch nicht gesagt, nein. Ich habe Angst, dass die Aquaknarre zu sehr effektiv ist. Gut. Was macht man jetzt? Ist es das einzige Onix, was man im Spiel fangen kann? Nee, oder? Das kommt schon häufiger, oder? Bitte, sagt mir, dass es häufiger kommt. Weil sonst müsste ich jetzt wirklich den Spielstand nochmal neu starten. Und nein, also ich hab meinen Charakter noch nicht bearbeitet. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie das jetzt weitergeht. Ich weiß nur, dass man neue Outfits kaufen kann und neue Mützen und so. Das weiß ich. Nee, das war das Einzige. Nein! Nein! Ich weiß, dass man Sachen kaufen kann. Mehr weiß ich nicht. So. Aber gut, da haben wir doch schon mal schöne XP bekommen. Wenn ihr mir jetzt sagt, dass das so passt. Ne, Tia, Layton sind ja so Leute, die auch das Spiel schon gespielt haben, neben Freaky Pixel. Ja, dann höre ich auf. Ich sammle auf. Das hat so gewackelt da oben. Skobbel, skobbel, skobbel. Wir nehmen die Watt mit. Da ist noch ein Rabatt. Und da kommt direkt eins. Sehr sweet. Die Frage ist ja für das Let's Play auf... Wobei, ich habe gesagt, das Let's Play auf YouTube ist wirklich nur der Stream. Deswegen, wir nehmen alles aus dem Stream hier mit rein. Und dabei belassen wir es auch. Okay. Das sind natürlich jetzt alles Pokémon, die nicht sonderlich stark sind. Bleibt das so? Bleibt das dabei? Findet doch jemand das Giga ein bisschen aus wie der Rabatt... Ich kann darin kein Kompliment erkennen. Das ist mein Problem gerade. Wir gehen jetzt mal bis da ganz vor. Oh, hier liegt was. Wir fangen das mal noch. Du magst doch Abouts. Das stimmt, aber ich finde es jetzt nicht... Ich würde jetzt nicht sagen, das ist das hübscheste Pokémon, das ich kenne. Sagen wir es mal so. Ich muss morgen wieder früh raus und mache ausnahmsweise schon einen Abflug. Oh, Felix. Dabei wollen wir doch gar nicht so lang heute hier streamen. Aber danke dir trotzdem fürs Reinschalten und dir noch einen entspannten. Eine gute Nacht. So, wir probieren es mal mit den Doppelkicks. Jetzt kommt schon wieder so eine Steinattacke. Wow. Ja, wunderbar. Ist das Boden? Was ist das denn für ein Typ? Ich dachte, das ist normal. Jetzt setzt das nur solche Attacken ein. So ein Dreck. Kamalm macht das schon, Leute. Das erste Mal übrigens, dass wir Kamalm einsetzen. Aber warte mal, Boden ist doch gegen Stein auch effektiv. Wow, Aquaknarre sehr effektiv. Hat noch kaum Schaden gemacht. Ja, so das ist ein sehr effektiver Angriff. Dampfhalse hinterher. Jo, Kamalm, du machst es schon. Reicht das jetzt schon aus? Ich glaube nicht. Ja. Ciao, Kamalm. Zwei Pokémon weniger. Okay. Was nehmen wir denn da jetzt noch? Wolli. Wolli können wir nehmen. Machen wir nochmal einen Doppelkick mit Wolli. Ist auch nicht sonderlich schnell. Und auch hier haut die Dampfwalze ganz schön rein. Aber egal. Dafür machen wir ganz gut Schaden. Da fehlt nicht mehr viel. Dann werfen wir doch einfach mal einen Superball. In der Hoffnung. Was? Was stand da gerade? Dein Gegner gibt dir keine Gelegenheit, einen Ball zu... Wie? Hä? Was ist denn das jetzt? Die wollen mich doch alle auf den Arm nehmen, oder? Kannst du noch nicht fangen, brauchst einen neuen Orden dafür. Ernsthaft? Okay. Viel Spaß in der Naturzone, sage ich da nur.
Okay, na gut. Dann hätten wir das Onyx ja auch nicht fangen können, oder? Obwohl, das war... Ja, nein, das hätten wir nicht fangen können. Das hätten wir nicht fangen können. Warte mal. Ehe ich da jetzt hochlaufe. Gibt's denn schneller... Muss ich das... im, wie mache ich den Flugmodus? Ich, also Pokédex ja, aber gibt es bestimmt noch einen einfachen Weg, ne? Irgendeinen Shortcut oder so? Egal. So, dann heilen wir nochmal hier schnell. Und ja, dann, also dann brauchen wir auch gar nicht so lange in der Nation. Was ist denn hier schon wieder was? Ein Glas Honig. Und ein Pokéball. Ja, danke, danke. Du kannst mit jedem Orden stärkere Pokémon fangen und die, die du per Tausch bekommen hast, bis zu einem bestimmten Level. Ah, ja. Na, trainieren. Okay. Ja, gut. Ja. Aber wenn da immer zwei meiner Pokémon gleich draufgehen, ist natürlich auch ein bisschen blöd, ne? Ein bisschen blöd. Aber ich verstehe natürlich den Hintergrund. Hallo, Smetbo. Wieso? Kannst du mir auch verraten, warum das Smetbo nichts mit mir zu tun haben will? Das habe ich nämlich noch nicht ganz verstanden. Was ist mit dem Kollegen hier? Der gibt mir bestimmt was Feines. Hallo, ich habe die feinsten Zutaten im Angebot. Was darf sein? Oh, eine Zutat für Poke-Camping-Mahlzeiten. Diese Beilagen sind recht fettig, da sie schon vor einer Weile aus der Fritteuse geholt wurden. Fettignudeln, passt perfekt zu Curry. Mit Frikadellen liegt man nie falsch. Pilz mit Kartoffeln. Bachs Feinkost. Oh, na, das schmeckt. Ja, dann nehmen wir doch mal zwei Tüten Kartoffeln mit uns rum. Das ist ja auch, also, ist ja auch nicht schwer. Dann nochmal Bachs Feinkost. Und ein paar Frikadellen. So, die nehmen wir mal mit. Für den Fall der Fälle, dass wir irgendwann mal Bock haben auf sowas. Und weil ich so faul bin, da jetzt rüber zu laufen, öffne ich einfach hier wieder den Pokédex. Und kann hier einfach mich einmal hin teleportieren. Das ist natürlich schon ein bisschen... Also, irgendwo auch cool, aber natürlich auch ein bisschen bescheuert. Hier ist nochmal der W-Laden. Der hat wieder andere Items. Metronom. Oh ja, interessant, interessant. Man nennt mich den Camping King und ich sehe hier immer nach dem Rechten. Ich weiß, dass aller Anfang schwer ist, also kannst du mir rund ums Poke-Camping ruhig Löcher in den Bauch fragen. Danke. Möchte ich aber nicht. Vielen Dank. So, ich schaue mal hier ein bisschen in der näheren Umgebung, was da noch so ist. Auf alle Fälle bekommen wir Watt und können ein Pokémon fangen. Alter, das Handy vibriert. Viermal kampfunfähig gewordene Pokémon oder nach 10. Okay. Allein kämpfen, oder? Mirsa See Osten, ekelhaft. Western Forever, alles klar. Allein kämpfen, würde ich sagen. Normal Flug. Ich hätte mit Pikachu spielen sollen, ne? Schmaluden, der subbt gerade rein. Ich glaube, man kann es nicht hören. Doch, man kann es hören. Ich mach's ein bisschen leiser hier für die Aufnahme. Vielen, vielen Dank dir, mein Lieber. 4 Monate schon dabei. Es ist ein Dusselgur. Ein Dusseltier. Na gut, dann machen wir's. Kann ich wechseln? Ich kann auch noch... Nein, ich kann... Nein, kann ich nicht. Gut, dann machen wir's so. Dann machen wir einen Dynamax. Deiner Brand. Es gibt... Es sind ja unterschiedliche... Eine Feuerattacke, die nur Dynamax-Pokémon 5 Stunden lang brennt. Okay, oder machen wir das? Da ist Tia. High five, high five in den Chat. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt wollen wir mal gucken, was denn diese tolle Dynabrand-Sonnenattacke darstellen soll. Bin ich sehr gespannt. Auf alle Fälle kriegen wir erstmal ein riesiges Kickerloot zu sehen. Alter, wie laut. Das ist schon süß. Hätte, glaube ich, erstmal in den Titel schauen sollen. Sorry, wollte ich. Alles gut, Schmaluden. Alles gut. Alter. Hiroshima 2.0 wieder am Start. Und die Sonne scheint. Das Sonnenlicht wird stärker. Man sieht es hier durch diese dunklen Wolken. Da kann natürlich wunderbar die Sonne durchscheinen. Was? Da wurde das andere Pokémon einfach wegpulverisiert. Oder ist es wieder? Okay. Aber es war wirklich wie... Boom. Wie einfach weg. Ein Dynamax Kickerloo Plüschtier. I want.
Aber wirklich, oder? Genau das habe ich mir auch also gedacht. So als Riesen-Hasenplüschtier so. Diese Riesenteile. Das ist die Chance, einen Fangversuch. Ja, dann fangen wir doch. Reicht da ein Pokéball? Na klar, reicht da ein Pokéball. Los, Dynamax! Medizinball, los! Kannst du mal eigene Gedanken haben? Nein. Das ist nicht möglich. Das DNA-Experiment ist fehlgeschlagen. Alter, wie lange das auch immer dreht, ne? Oder der Ball. Aber wir haben es gefangen. Dusselgur ist unser. Ich nehme Plüschtier von Miechen. Natürlich Lebensmittel, sehr sweet. Wir bekommen ganz, ganz... Alter, was kriegen wir? Schallwelle, Dynamax-Bonbons ohne Ende hier. Sehr sweet. Schöne, seltene Beeren. Also, das hier zu machen, das lohnt sich. Aber wir hatten schon eins. Hatten wir schon Dusselgur. Na klar, ich weiß, dass wir Dusselgur schon, dass wir dem begegnet sind. Deswegen ging das ja mit Dutteltia los. Verteidigung hoch, Spezialverteidigung schwach, starke Attacken. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber wir haben natürlich schon unser Flug-Pokémon für diese Edition. Ne? Von daher, du hast ja Schild. Bis jetzt habe ich nur Schwert gespielt. Also falls du exklusive Pokémon tauschen magst, würde ich gerne sagen, ach, guck mal an. Hatten wir das schon hier? Haben wir das schon gefangen? Ich weiß es nicht mehr. Vielen Dank fürs Angebot. Ich habe tatsächlich schon einige Leute, unter anderem Rika, mit der ich dann auch tauschen möchte. Aber sollte da irgendwas noch fehlen, dann gern, natürlich. Wir haben es tatsächlich schon gefangen. Das war ein Kampf-Pokémon, soweit ich mich erinnere. Dann können wir es einfach platt machen und XP farmen. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, damit wir jetzt nicht nur hier wieder in der Naturzone abhingen.